Bis jetzt waren wir Partner im Videodreh. Jetzt sind wir Feinde im Kanaster. Juli. Hallo ihr Lieben, ich bin die Juli. Heute ist jetzt Freitag und seit Mittwochabend sind wir jetzt nun hier in Bad Flinsberg im Hotel Buczynski, genauer gesagt im Parkhotel Medicine and Spa Buczynski. Genau, das Hotel ist ein bisschen oberhalb des Ortes Bad Flinsberg gelegen. Also man muss quasi so ein kleines Hügelchen hinauffahren, hat vom Balkon einen super schönen Blick über das Dorf und über die Berge und ist wirklich sehr idyllisch, würde ich sagen. Und ja, es war dank dem Navi super leicht zu finden, aber der Weg hierher war ein bisschen gruselig. Also das ist schon also für uns erstaunlich gewesen. Ich komme ja nun ursprünglich aus Görlitz und kannte bis jetzt Polen nur durch Skorzelec, quasi direkt an der Grenze. Und habe jetzt festgestellt, also das ist schon eine völlig andere Kultur und es war uns ein bisschen unheimlich, auch weil wir nicht so ganz wussten, wie fährt man jetzt hier und wie ist jetzt was richtig und so. Haben uns aber wirklich gut gefunden, oder? Ja. Ja, mit dem Navi ist es eigentlich machbar. Und wir haben dann direkt vor der Eingangshalle geparkt, sind reingegangen, sind super nett begrüßt worden, haben das Auto erstmal stehen lassen. Also wann sind wir da gewesen? Ich glaube 19.15 Uhr. Mhm, 19.10, 19.15 Uhr. Genau, und dann wurde uns gesagt, wir sollen doch bitte ganz schnell noch essen gehen, denn 19.30 Uhr ist das Abendessen schon vorbei und wir können dann in Ruhe, hätte sie uns erklärt, wie, was, wo ist und so weiter und so fort. Also ganz wichtig, wir wurden auf Deutsch begrüßt und die konnte super Deutsch, also wirklich, ich war beeindruckt. Ja, genau. Und ich war auch genauso beeindruckt, dass wir noch essen gehen durften, obwohl ja nur wirklich kurz vor der Angst. Also ich kenne das ganz anders aus Gaststätten, dass man dann gesagt wird, also nein, wir haben hier schon angefangen abzuräumen, das geht gar nicht klar. Und wir sind ganz lieb auch empfangen worden im Restaurant, haben das Buffet war auch noch voll. Also es sah jetzt nicht so aus, als wäre da schon eine Horde drüber gefallen und das gäbe es schon seit 2 Stunden Abendbrot. Nee, das ist überhaupt nicht. Ne? Also das sah eher so aus. Viel angerichtet worden, aber für nicht. Also die haben mehr Leute eingeplant als wahrscheinlich. Genau, also das denke ich auch. Das haben wir jetzt erst im Laufe der Tage mitgekriegt, dass das Hotel gar nicht so voll ist, wie eigentlich die Kapazität hergeben würde. Mhm. Ja, haben wir uns auf Anhieb ins Zimmer gefunden? Wir haben uns ziemlich schnell aufs Zimmer gefunden. Ja, weil es gibt 2 Fahrstühle hier. 2 verschiedene also, Gebäude. Auf Riesenkomplex Ebene. Ist immer relativ. So, wir sind dann jedenfalls aufs Zimmer und waren total hin und weg. Also das war wirklich atemberaubend schön. Es war exakt so wie in den Fotos. Also ich kenne es anders. Ich kenne es aus Hotels ganz oft so, dass die Fotos das ganz pompös ist. Dann, keine Ahnung, vielleicht stellen teilweise sogar noch einen extra Scheinwerfer rein, damit noch mehr Licht reinkommt. Ja. Und die Fotos sahen exakt so aus wie das Zimmer, was wir da vorgefunden haben. Also der ist wirklich ganz schön dry. Ja. Ich probiere nämlich gerade zum ersten Mal in meinem Leben einen Martini extra dry. Ja, und der ist wirklich sehr dry. Ich war ein bisschen erschrocken, weil ich nicht mehr dran gedacht habe, dass er ja extra dry ist. So, okay, also wir waren noch im Zimmer und wirklich begeistert. Ich habe gequiekt wie ein kleines Kind, weil es so schön ist. Und ja, ist auch Mädchen, hab's eingerichtet, ja. Viel Rosen. Ja, wirklich sehr schön. Ein bisschen auf alt. Ein bisschen auf alt getrimmt, ne? Also ich bin aufgewacht mit Rückenschmerzen. Tatsächlich ist es aber meistens so, wenn ich irgendwo die erste Nacht schlafe, habe ich Rückenschmerzen. Heute Morgen hatte ich keine. So, das Bett ist auf jeden Fall super. Wir haben einmal so eine große Matratze und dann ist wahrscheinlich zum Schonen oder sowas noch so eine zweite Matratze drauf. Also es ist eigentlich sehr bequem. Aber bis auf die rutschen halt so ein bisschen auseinander. Dadurch, dass sie nicht über einen Spannbeck lagen oder so zusammen fixiert sind oder überhaupt irgendwie fixiert sind, wenn man sich halt drauf ein bisschen bewegt in der Nacht oder so, dann rutscht die obere Matratze von der unteren weg. Oder die Betten können auch auseinanderrutschen. Das ist halt das. Besucherritze. Extrem Besucherritze. Ja. Dann sind wir zum Frühstück gegangen. Es ist komplette Selbstbedienung, sowohl was die Getränke angeht, als auch das Essen.
Es gab Kaffee, Tee, aber keine Kaffeespezialitäten. Also ich denke, die hätte man dann separat bezahlen müssen. Mhm, bestimmt. Es gab so große Bottiche, wo Kaffee dann drin war. Dann halt eine große Auswahl. Typisch polnisch, würde ich auf alle Fälle sagen, fand ich sehr, sehr, sehr angenehm. Also es gab immer vier verschiedene Warmspeisen, Würstchen, also so typisch polnische Würstchen, wie, also es sah erstmal aus wie Bratwürste, aber die sind wesentlich würziger als bei uns in Deutschland. Rührei gab es jeden Tag, dann manchmal gab es gebratenes Gemüse, was gab es denn heute? Was gab es denn heute noch? Heute gab es Wiener Würstchen, gekochte. Gekochte Eier gab es heute nicht, gekochte Eier gab es gestern. Dafür gab es heute aber gekochte Eier, wo das, also so halbierte. Ach, die gab es gestern aber auch. Genau, genau, halbierte gekochte Eier mit Mayo oben drauf. Nee, statt Eigelb Mayo? Nee, das Eigelb war schon auch dabei. Achso, ich hab's nicht probiert. Mhm. Okay. Dann, ja, und alles, was das Herz begehrt. Die Schwimmhalle super schön, also nicht zu groß. Ich hätte gerade gestaunt, also für das, was das Hotel an Zimmern bietet, ist es klein. Also wir hätten Pech haben können. Du meinst die Menge der Zimmer, also für die Menge. Ja, es ist ein großes Hotel. Es ist wirklich ein großes Hotel. Die Tür hindurch, auf der Sauna steht, und es kommen zwei Saunen. Eine ist also eine finnische Sauna und die andere war eine Dampfsauna, auch hübsch gemacht, ein bisschen mit LED-Leuchten. Wir haben nichts abgedreht, weil wir einfach da die Privatsphäre nicht irgendwie gefährden wollten. Und wir hatten auf jeden Fall am Anfang doch Glück erstmal und konnten alleine in die finnische Sauna gehen. Dampfsauna stehe ich nicht so, weil ich halt nass nicht so mag, aber... Die finnische Sauna, die für zwei Leute im Liegen und vier Leute im Sitzen ja, ausgelegt war. Ja, also es würden theoretisch vier Leute liegend drauf passen, die sich kennen intim. Also es sind vier Liegen, die wirklich nicht so lang sind, wie du lang bist, theoretisch, ne? Nee, auf jeden Fall genau, nicht. Ich muss ranwinkeln. Und das ist die einzige finnische Sauna für dieses Hotel. Also wer Sauna Urlaub machen möchte, ist hier falsch. Ja, wir haben wirklich super viel auf der faulen Haut gelegen in den letzten Tagen. Vor allem gestern, muss ich ja zugeben, fast den ganzen Tag. Gott sei Dank hatten wir um 14.40 Uhr unsere jeweils erste im Leben Wellnessbehandlung. Ich hatte ein von Bioline, so wie so ein Abnehmen, eine Abnehmanwendung. Ich habe jetzt den korrekten Namen vergessen. Würde ich nochmal mit dazu schreiben. Und ich hatte eigentlich eine andere Behandlung. Ja, du hattest eine Udvartana-Massage. Genau. Udvartana-Massage. Die ich aber nicht die ich aber nicht wahrnehmen konnte, weil meine Arme und Haare behaart sind und deswegen dieses Peeling nicht durchgeführt. Meine Arme und Beine. Ja, Arme und Beine. Und Haare. Achso, meine Arme und Beine behaart sind und ich deswegen dieses Peeling nicht wahrnehmen konnte. Keine Ahnung, ich habe auch nicht weiter nachgefragt. Ich habe gesagt, okay, ich bin nicht auseinandergesetzt vorher und habe stattdessen empfohlen bekommen und dann auch gemacht eine Ölmassage. Wir sind ja nur spazieren gewesen heute, wir haben uns aufgerafft und haben das Hotel verlassen. Thank you.
Der Ort ist sehr überschaulich, ein kleines Dörfchen. Und unser Fazit ist eigentlich, ja, also wir können es definitiv absolut weiterempfehlen. Also wir hatten sehr, 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 sehr schöne Tage und mal sehen, ob wir wiederkommen. Genau. Also wir sind nicht abgeneigt, wiederzukommen. Ja. Dann bedanke ich mich auf alle Fälle ganz herzlich für euer Interesse und wünsche euch ganz viel Spaß beim Wellnessen und ihr könnt auch natürlich gern euch jederzeit an mich wenden und ja, wir gehen jetzt noch was trinken, würde ich sagen, ne? Auf jeden Fall. Noch ein kleiner Nachtrag mit dem Handy, weil wir nämlich schon wieder auf dem chaotischen Zimmer sind. Denn wir wurden jetzt am Freitagabend um 22 Uhr aus der Bar geschmissen. Ja, also wir sind jetzt ein bisschen getröppelt und trinken Bier und spielen Karten. Nachti!